Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der JavaScript-Serie. Und heute geht es darum, dass wir unser Video, das wir jetzt ja inzwischen mit unserer eigenen Bibliothek einbinden können, so wie hier, auch über die ganze Seitengröße strecken können, sozusagen, dass es die ganze Seite einnimmt, so wie hier sozusagen. Okay, gut, machen wir das doch einfach mal. Und da stehen wir jetzt vor einem kleinen Problem, wo ich euch noch nicht gezeigt habe, wie man das lösen kann. Und zwar müssen wir ja irgendwo die Breite und die Höhe von dem verfügbaren Fenster bekommen, damit wir die dann hier mit zviz und zheight verwenden können. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt, und zwar für die Fensterhöhe habe ich eine kleine Funktion gefunden, die wird auch ziemlich sicher in der Beschreibung stehen, denke ich mal, oder irgendwo zum Download, wenn in der Beschreibung nichts Entsprechendes ist, dann bitte einfach anfragen. Dann habe ich es wahrscheinlich einfach vergessen, und wenn nicht, dann schreibe ich einen entsprechenden Kommentar dazu. Gut, das ist also die Funktion zum Ermitteln der Dokumentenhöhe und zum Ermitteln der Dokumentenbreite braucht man nur eine Zeile, und zwar document.documentElement.clientVis. Also wenn wir hier noch eine Funktion machen, Function getDocVis, machen wir einfach return document.documentElement.clientVis. So. Und jetzt könnten wir hiermit theoretisch ja eigentlich schon unseren Vollbildmodus quasi aktivieren, wenn wir das möchten. Und für diesen Vollbildmodus wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn wir da irgendwie eine eigene Funktion hätten, die uns ein Video schon so vorbereitet, dass wir es direkt auf die Seite so drauf tun können, dass es direkt da die ganze Seite einnimmt quasi. Und da seid ihr jetzt wieder dran, also das solltet ihr eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Also einfach das Video pausieren und das selber ausprobieren und dann gleich wieder zuschalten, wenn ihr fertig seid. Gut, dann machen wir das jetzt also hier auch. Und zwar mache ich einfach hier in diesem Video-Objekt eine neue Funktion, create full screen, nenne ich die einfach mal. Das soll eine Funktion sein. Die soll wieder eine URL erwarten. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar, um so ein Video in den Vollbildmodus zu kriegen, ich nenne das einfach mal create full screen video. Und das hier auch. Oder, nee, ich nenne das Create Full Screen Note und das hier auch Create Note. Damit für den Endnutzer hinterher leichter zu erkennen ist, dass die beiden ein Objekt von der gleichen Sorte quasi zurückgeben. Okay, gut. Also, was müssen wir jetzt machen, um dieses Video in den Vollbildmodus zu setzen? Naja, wir brauchen erstmal das Video an sich und dann setzen wir die Vis auf getDocVis und die Height auf getDocHeight. Und das machen wir jetzt. Also erstmal var_note ist gleich createNote. So.
Und dann von URL, da probiere ich einfach mal jetzt direkt aus, ob das klappt. Also aktualisieren und dann video.createFullScreenNote von zum Beispiel wieder dieser URL hier. So. Okay, gut. CreateNote is not defined. Das heißt, wir müssen hier sys vorschreiben. Dann sollte das aber gehen. Yep, es scheint tatsächlich geklappt zu haben. Gut, dann können wir jetzt mit diesem Note weiterarbeiten. Und zwar sagen wir Note.setVis. Damit rufen wir diese Funktion auf, die wir hier erstellt haben. Und dann mit dem Parameter getDocVis. Und das gleiche mit der Höhe auch. Note.setHeight getDocHeight. So. Und dann geben wir dieses Note zurück. So. Und dann bekommen wir hier tatsächlich das Ergebnis. Und jetzt können wir sagen, das hier möchten wir auf die HTML-Seite setzen. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwas ziemlich Dämliches falsch gemacht, glaube ich. Oder dieses Mal ausführen. Gut, okay. Scheinbar ist das mit dieser Dokumentenbreite doch nicht so einfach. Das heißt, ich kopiere mir das hier einfach und füge es hier ein. Wusste ich persönlich noch gar nicht, dass das so ist, dass man die Dokumentenbreite nicht so einfach abfragen kann. Aber man kann ja auch mal was dazulernen, wenn man eigentlich was erklären möchte. Auf jeden Fall setze ich hier dann über allvis ein. So. Und dann kann ich das hier einfach benutzen. Und dann ist das tatsächlich auf der gesamten Bildschirmgröße. Dieses Mal ausführen. Aber wir sehen hier so ein kleines Problem. Und zwar, da drumherum sind noch so blöde weiße Ränder. Und irgendwie sind hier noch diese Scrollbalken. Das beides wollen wir irgendwie nicht haben. Deswegen verändern wir das. Und zwar sage ich hier einfach, ich mache mir in diesem Video eine kleine Funktion, die nenne ich prepareFullScreen. So soll eine Funktion sein. So, und hier entferne ich einfach diese weißen Ränder und das mache ich mit document.body.style.margin. Das ist einfach, wie groß diese weißen Ränder oder der Abstand nach außen vom Body sein soll, wodurch man halt bestimmt, wie groß diese weißen Ränder sind. Und die sollen einfach nicht da sein, also 0 Pixel. So. Und jetzt kann ich das hier noch einmal kurz aufrufen. Also erstmal wieder das Video da rein. Dieses Mal ausführen, dann sind die weißen Ränder noch da. Und dann sage ich video.prepareFullScreen. Und tada, die weißen Ränder sind weg. Also das Video ist jetzt auf Vollbild. Allerdings, was eventuell einige wundern könnte, wenn man hier jetzt zum Beispiel in einem anderen Browser, meinetwegen Firefox, auf diese Seite geht und dann die Entwicklerwerkzeuge benutzt und hier dieses Skript aufruft, also ungefähr so,
dann kommt hier erstmal dieses Video drauf und dann sage ich video.prepareFullscreen und dann ist es hier tatsächlich auch ganz normal. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass es teilweise vorkommen kann oder bei mir mal vorgekommen ist, dass hier irgendwie trotzdem noch die Scrollbalken da waren, dann musste ich einfach einmal kurz die Breite und die Höhe um einen Pixel reduzieren. Dann sollten diese Balken auch weg sein. Und sicherheitshalber mache ich das hier auch. Das sollte nicht so unfassbar störend sein. Also kurz neu laden. So. Und dann Prepare Full Screen. Dieses Mal ausführen. Und dann ist hier halt so ein ganz bisschen weißer Rand. Das sieht zwar nicht unbedingt optimal aus, aber es sorgt dafür, dass zumindest auf jeden Fall diese Scrollbalken weg sind. Und das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber gut, das war es dann auch mit diesem Video. Und das war es auch fast zu dieser kleinen Video-API. Das Einzige, was wir dann im nächsten Video noch hier dran arbeiten werden, ist, dass wir einstellen können, hey, soll das Video direkt starten, nachdem wir es eingebunden haben, oder soll es das nicht tun? Und dann eventuell noch, wenn ich da Lust zu habe, eine kleine Optimierung an dieser Prepare Full Screen Funktion. Aber das schaue ich mal, ob ich das mache. Gut, aber das war's dann auch zu diesem Video. Ich hoffe, man hat alles verstanden, was erklärt wurde, sonst einfach nachfragen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Und bis zum nächsten Mal.